Guten Tag, mein Name ist Meng Chan Yu, ich komme aus Taiwan. Das ist meine aktuelle Projekt, Falling Down Collection. Und ich bin von dem Wasser inspiriert. Also Wasser bleibt immer horizontal, egal wie man diese Becher umkippt. Bei den Porzellanmanufakturen, Porzellan war Flüssigkeit. Daher verfolgt dieser Porzellan auch diese Regelung, dass dieser blaue Porzellan auch immer horizontal bleibt. Und ich habe diese blaue Porzellan rein in eine Form gemacht und dann bildet es diese Muster. Bei der Installation stelle ich immer so aus. So, genau. Und hier dieser Becher wird fast umgekippt. Also das ist die originelle weißes Porzellan. Und dann kann man diese Porzellan als Ganze durchfärben, zum Beispiel als gelb oder so. Also ich habe viele Jahre mit Gießporzellan gearbeitet. Meine Inspiration kommt aus dem Alltag, ganz alltägliche Dinge. Also bevor man gießt, muss man die Porzellan nochmal mit ganz feiner Siebe durchsieben. Genau, das mache ich so. Vor dem Brennen sieht man rot, aber diese Rezeptur wird diese Farbe. Genau. Und bei der Gestaltung wähle ich zwei Farben, zum Beispiel weiß und blau. Und dann mache ich diese Bewegung vom Stapeln aufeinander. So, hier können Sie sehen, erstes Mal blau und dann staple ich weiß drauf. Dann nochmal blau, blau, weiß, blau, weiß. Und danach nochmal Farbe drauf stapeln. Seiten an sich. Hier haben wir Schwarz, Weiß und Rosa. Und dann, je nachdem, wie man diese Farbe aufeinander stapelt, bekommt man eine Muster, diese Farbkombination dann.